Hi Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute haben wir einen ganz besonderen und auch neuen Gast an meiner Seite und zwar die liebe Nico! Die war schon so oft die Off-Stimme in anderen Videos. Ja. Und ich wurde auch schon voll oft gefragt, ob wir mal zusammen ein Video drehen können, weil die Leute dich ja gehört haben. Finally auch, im Haarfärben-Video hat man ja auch Nico gesehen. Das war auch wirklich ein sehr unvorteilhafter Ausschnitt von mir. Aber voll süß. Ich fand deine Reaktion voll toll. Ja. Und jetzt sitzt sie hier. Wir haben uns fertig gemacht. Wir werden nämlich uns gleich mit allen treffen. Mit Tamino, mit Hannah, mit Selina. Und werden ganz viel Spaß haben. Heute ist Samstag. Wir haben uns fertig gemacht zusammen. Also falls ihr euch auch fertig machen müsst oder uns beim Essen, also falls ihr esst und uns zuschauen wollt und dabei Entertainment braucht, dann schaut dieses Video. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Zusehen. Wir haben sehr viel geredet. Sehr viel. Sehr viel abgeschliffen, aber sehr cooler Talk. Also ich habe es richtig gefeiert. Ja, und sehr random Themen, aber irgendwie alles ziemlich cool. Ja, aber es kam alles, es war ein Flow. Es war gut. Ja, es war richtig gut. Ja. Also falls ihr der Psychologe Nico und mir zuhören wollt, wirklich, Nico ist krass, Leute. Ihr werdet ihre Art kennenlernen. Das ist krass. Oh, das ist was ganz anderes. Nee, ist so. Als wäre das einfach so mein einziges Wesen. Ich glaube, die Psychologin. Nein, null. Aber das ist für mich so, damit beschreibe ich dich voll gerne. Weil damit bin ich so, das sind so diese Abteilungen für mich. Ja, okay, safe. Ja, das ist voll cute. Aber du hast natürlich viel mehr Qualität. Auf jeden Fall wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zusehen. Yes. Gebt dem Video jetzt schon mal einen Daumen nach oben. Und viel Spaß. Es ist aber so warm, ey. Es ist crazy, wirklich. Aber ich bin so froh, dass ich mit dir immer quasi nicht die Einzige bin, die so schwitzt. Also, habe ich dir ja schon mal gesagt, ich würde dich anders wünschen. Ja, same, aber ich bin auch froh. Ja. Weil man ist da wirklich geteilt, Leid ist halbes Leid. Ja, ich schwöre wirklich. So. Und es ist wirklich nicht bei so vielen so, habe ich das Gefühl. Es ist bei keinem so. Ja. Ich war mit Selina in der Stadt. Wir haben ja meinen Laptop weggebracht und ich habe so geschwitzt, dass ich mir ein Oberteil neu kaufen musste, weil mein Oberteil so eingeschwitzt war. Ach so, das heißt, ich fange jetzt einfach an. Ja, du fängst jetzt einmal an. Ach so. Aber für mich ist es auch immer anders, wenn ich mit Leuten ein Video drehe, mit denen ich noch nie ein Video gedreht habe. Ja. Aber du warst ja schon mal in Videos. Leute, Nico ist da. Hallo. Vor allem einmal hast du ja mäßig mitgedreht, aber warst halt nicht zu sehen. Ja. Also, wie so ein NPC die ganze Zeit auf der Seite und hab nur so reingequatscht. Oh, das wird jetzt auch richtig geil hier mit so Feuchtigkeitspflege, da schwitzen wir immer noch mal so ein Stückchen mehr. Ich glaube, mir Intro, Outro und Thumbnail wird für dich das Unangenehmste. Boah, ich hoffe, heute wird mein Make-up gut, ich hoffe. Ja, ja. Wir manifestieren das jetzt. Digga, meine Lippen, ich sehe aus wie Zebra. Okay, die erste Frage ist ja ganz klar, weil wir uns kennen. Okay. Soll ich auspacken? Ja, du kannst auspacken. Okay. Ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß auch wirklich nicht mehr, wie wir uns kennengelernt haben. Echt? Soll ich jetzt einfach mal so re-read erzählen? Erzähl einfach, ich schneide das irgendwie zusammen, dass man das zusammen... Ich sehe so hell aus im Vergleich zu meinem Hals in der Kamera auf jeden Fall. Aber egal. Passt. Stimmt, aber in echt ist es irgendwie gar nicht krass. Ja. Ich passe das eh noch an. Ja. Es kommt alles noch. Ja, auf jeden Fall, wir haben uns kennengelernt. Ich war ja immer auf Djerba. Mhm. Also im Urlaub mit Katha und so, also mit meinen Besties aus dem Urlaub halt. Katha und ich sind übrigens auch befreundet. Genau. Aber die war noch nie in dem Video. Genau. Boah, die wäre auch absoluter Main Character. Ja, Katha, Shoutout. Ja, dicke Shoutout. Genau, waren wir im Urlaub und Ansos Ex-Freund war dann auch immer plötzlich auf Djerba oder beziehungsweise einfach in diesem Urlaub. Und da hatte man so eine Teenie-Gruppe, also das waren dann die Teens und es war irgendwie voll cool, da zu sein. Beziehungsweise damals waren wir noch viel, viel jünger. Also ich glaube, wir waren da wirklich so 12 oder so. Dann haben wir Ansos Ex-Freund irgendwann angesprochen und haben so gefragt, okay, willst du mit uns chillen? Und dann hat er halt mit uns gechillt. Ich war da nicht dabei, Leute. So eine modernen Story. Genau. Und dann immer, wenn der am Handy war, haben wir halt so gemerkt, oh, der hat irgendwie immer so eine Anso geschrieben und hat immer irgendwelche Stories angeguckt von der Anso. Und Anso hat damals schon wirklich mit, wie alt warst du denn da? 14 oder so, gell? War es da schon so? Wart ihr da nicht älter? Weil mit Snapchat, das war bei mir eigentlich nicht mehr. Doch, 14, 15, 16 so. Ja, irgendwie so. Also ich glaube... Vielleicht waren wir 13, irgend sowas vielleicht. Ja, und du hattest da schon wirklich, das war wie, als würdest du schon YouTube machen, aber als auch, also halt auf deinem Snapchat-Account. Und da waren wir immer schon so dieses, ey, die ist voll cool und so, die soll mal anfangen, sowas zu machen mit 14. Ich kann gerade überhaupt gar nicht multitasken, ne? Was muss ich denn überhaupt machen? Die schminken. Ja, und auf jeden Fall haben wir dann irgendwann gesagt, ey, die ist so cool, gib mal ihr Snapchat. Und dann hatten wir halt irgendwie dann dadurch Kontakt, glaube ich. Dann haben wir irgendwie, glaube ich, ein bisschen gesnappt einfach. Du und ich? Ja. Ja, oder? Ja. Ja, und dann waren wir aber eher noch eine längere Zeit lang halt mit Ansos Ex-Freund so ein bisschen am Chillen und so. Aber Anso war immer präsent und da und es war immer so ein Ding, dass sie halt existiert hat. Aber ich war nie mit, also physisch war ich nicht da. Ja, genau, genau. Und dann, ja, wie kam das denn dazu, dass wir uns das erste Mal so alleine getroffen haben? Also ich weiß nur diese eine Skandal-Story mit... Oh mein Gott, stimmt. War das unser erstes Treffen? Haben wir uns das erste Mal persönlich gesehen? Gute Frage, Alter. Ich weiß es gar nicht. Oder haben wir uns nicht schon alleine mit, haben wir uns mit Katha oder wir beide uns mal alleine in Frankfurt getroffen? Irgendwie. Ja, mit war Rebecca. Das? Das kann sein, dass du, war das das erste? Nee, da war ja, das war ja schon, du meinst es, wo wir auf der Brücke dieses Gespräch waren. Das, da kann dieses Video war ich so stolz. Ich war auch.
Und wie wir uns aber alleine getroffen, ich weiß noch, wir haben mit einer anderen Freundin von Nike, haben wir uns dann irgendwann mal in Frankfurt getroffen. Ich weiß noch, da musste ich noch mit der Bahn fahren und sowas. Ja, weißt du, das stimmt. Da war das richtig Hackmeck. Und das war immer diese, okay, auf jeden Fall, es war wirklich ein absoluter Ritt. Ey, der Weg zu meinen Eltern, also warst du jemals alleine bei mir? Bei meinen Eltern? Nein. Ich weiß, wir haben uns halt immer in der Stadt getroffen und haben halt so waren was essen oder so damals. Ja, aber das war wirklich auf jeden Fall ein krasser Ritt. Also insofern hat es auch wirklich nur Sinn gemacht, sich immer in der Stadt zu treffen. Aber ich finde es halt krass, dass wir waren immer connected, weil wir haben wirklich Zeiten gehabt, da haben wir uns ein Jahr nicht gesehen. Ja, es ist richtig crazy. Ich weiß auch nicht, wie das dann immer wieder kam. Halt wegen Social Media wahrscheinlich auch, weil wir uns immer gefolgt sind und dann immer mal auf Stories geantwortet haben. Nike macht ja auch Musik oder... Musik macht ja auch Nike. Nike macht ja oder hat Musik gemacht und so, dann... Keine Ahnung, ist halt irgendwie so... Stimmt. Ja, irgendwie ist dann immer so einer von uns beiden so plötzlich aus dem Nichts gespawnt und war so, es gibt mich noch, wollen wir mal? So. Ja, und es hat aber immer geklappt, auch wenn man oft lange gebraucht hat. Ja, das ist generell so bei mir in meinem Leben. Ich brauche leider lange für Dinge, so. Ja, Nike ist eine kleine Trödelmaus. Ja, sehr. Ich habe mich wirklich mal gefragt, woran das liegt. Ich versuche es jedes Mal aufs Neue zu analysieren. Okay, heute wusste ich den Grund. Ich habe letztens, ich weiß nicht, was würdest du sagen, woran liegt es, dass du pünktlich bist? Also, was ist dein Geheimnis? Weil ich einfach gutes Zeitmanagement habe. Aber was bedeutet Zeitmanagement? Weil ich plane ja auch meine Dinge, aber trotzdem auch Zeitmanagement. Ja, weil also bei Hannah weiß ich, dass sie halt immer noch irgendwie noch was... Ich kann mal nicht... dass sie immer noch versucht, irgendwas dazwischen zu schieben. So, ach, das schaffe ich jetzt noch schnell. Du nicht, weil sonst bist du nicht pünktlich. Ja, stimmt. Und irgendwie, keine Ahnung, ich stehe halt lieber viel zu früh auf für Dinge. Ja. Und ich bin auch immer eigentlich viel zu früh dran. Und ich muss dann halt selbst meistens noch mit mir alleine Zeit absetzen, weil ich ja nicht sauer sein kann, wenn ich zu früh bin und die andere Person noch nicht da ist. Okay, safe. Oder auch bei Terminen, ich bin immer zu früh. Weil ich einfach extreme Panik davor habe, zu spät zu kommen. Ja. Bei wichtigen Sachen sowieso, da bin ich immer zu früh. Crazy. Und wenn nicht, dann heule ich fast im Auto oder so. Und bei, das stresst mich so richtig. Boah. Also wenn es so um wirklich so Sachen geht, so Termine. So dieses nicht mit Freunden, weil da kannst du immer sagen, ey, aber ich habe halt immer ein schlechtes Gewissen, weil ich weiß so, gerade wenn man was plant, stell dir mal vor, weil ich denke mir auch so, wenn man irgendwie eine Bahn kriegen müsste oder so, dann kannst du dir halt erlauben, zu spät zu kommen. Und irgendwie ist es bei mir drin. Vielleicht Deutsch, vielleicht, keine Ahnung. Meine Eltern sind jetzt aber gar nicht mal so. Also meine Eltern sind jetzt nicht so diese deutschen Überpünktlichen, die, keine Ahnung, einen Raster kriegen, die sind voll entspannt. Krass. Ja, ich finde es, also ich meine, an sich ist auf jeden Fall eine sehr sympathische Eigenschaft, pünktlich zu kommen. Also ich glaube, da eckst du weniger an, als wenn es das Gegenteil ist. Ja, ganz kurz mal, gönn dir bitte einfach mal diese Palette. Oh mein Gott, ich habe auch so eine. Die ist mir letztens runtergefallen, weil Tamino nicht wusste, dass sie so aussieht. Und willst du ein Stück Reiswaffel mit Schokolade? Das kam grad so random. Geil, ja. Das war die Kennenlern-Story, die... Mhm. Es ist schon so lange her. Ja, ist wirklich krass. Es ist so lange her. Wann war das wohl? Wann war das wohl? 2015, 16. Wir kennen uns schon so lange. Ich kenne dich länger als Hannah, Tamino und Selina. Verrückt. Ich kenne dich einfach am längsten. Krass, Alter. Boah, das ist echt heavy. Vor allem, ich habe das Gefühl, da waren wir einfach noch so andere Menschen, Alter. Ja. Du hast auch mal deinen Geburtstag gefeiert. Da war ich randomly mit so zwei Freundinnen von mir, glaube ich. So zwei Kindheitsfreundinnen von mir. Mit denen hattest du aber auch irgendwie nichts zu tun. Aber ich habe die einfach mitgenommen. Das war auch einfach irgendwie cool. Aber das war auf jeden Fall witzig. Crazy. Aber ich finde es richtig toll, wenn eine Freundschaft so funktioniert, dass man einfach nicht 24/7 Kontakt haben muss und einfach manchmal halt so sich das Leben halt einfach verläuft und man mal... man immer wieder zueinander findet. Ja, genau. Absolut. Und auch so bei Problemen wirklich, wie oft Nico und ich uns random aus dem Nichts... Ja, es kommt immer, Bro. Hast du kurz Zeit? Ja. Immer. Aber auch so bei so Sachen, was ich richtig cool finde bei uns, weil wir wirklich so, das sind dann nicht so Sachen, ey Bro, was soll ich anziehen, sondern wir kommen wirklich mit Problemen zueinander. Also wirklich mit Problemen. Ja, das stimmt. Also wirklich Probleme. Ja, das stimmt. Ja, es ist einfach, ist geil, wenn man so eine richtige Vertrauensbasis hat, obwohl man halt nicht so, ja, einfach sich jeden Tag... Ich weiß nicht, wie das kam. Ist ja so. Nee, aber du weißt das. Und ich weiß, bei Nike, ich bin so... Keine Ahnung. Vielleicht ist das die kleine Psychologin in mir. Ja, du hast halt diese Aura auch. Schon gesagt, aber... Du hast diese Majestic Aura. An meinem auch. Bizeps. Boah, merkst du, kennst du das? Es wird nur schlimmer, deswegen lasse ich es jetzt, weil... Zeig mal. Ich würde die da noch ein bisschen länger machen. Ja, irgendwie... Oh Gott, so Augenbrauen kann man ja auch definitiv sagen. Da habe ich sehr dunkle Zeiten hinter mir. Boah, wirklich bei mir auch. Literally. Ich hatte schwarze Augenbrauen vorher. Ja, same. Also ich habe die auch wirklich mit Kajal gemalt, ne? Das ist hart. Das ist richtig hart. Und das Ding ist, wirklich, meine Eltern haben mir immer noch so gesagt, ey, vertraut mir, das sieht so scheiße aus. Meine Eltern auch. Aber warum mochte man das? Ey, ich habe gesagt, es war ein Trend. Es war in. Es war aber in. Irgendwie bin ich halt leider am Trend vorbeigefahren. Also,
Nika hat den Ausstieg total verpasst. Ja, definitiv, wirklich. Das war so hart. Oh, ich wünschte, ich hatte den Besten. Was hatten wir alle? Wir haben gerade irgendwie richtig süß über uns geredet. Ja. Was ist das schönste Kompliment, welches ihr schon mal bekommen habt? Also jetzt nicht... Haben wir... Ja, ey, Nico und ich geben uns auch schon manchmal richtig harte Komplimente. Ja. Aber ich finde es auch gut, weil... Ich weiß auch, du würdest niemals ein Kompliment geben, was du nicht so meinst. Ja. Und das feiere ich richtig hart und ich hoffe, du fühlst dich bei mir auch so. Ich war mir nicht ganz sicher, aber ich habe in deinem letzten Video habe ich gesehen, dieses... Guckst du meine Videos? Ja. Immer? Nee. Nicht immer, ich sag dir ehrlich. Ist alles gut. Ja. Leute denken immer, ich bin sauer, alle sagen immer, ja, sorry, nee. Nee, ich denke mir, hä, alles gut. Ja, ey, aber ich muss wirklich sagen, das liegt generell gerade daran, dass ich wirklich nicht so viel Zeit habe, um Sachen zu gucken, die ich gerne gucken wollen würde. Das ist schade. Ja. Ich verstehe, dass ich dann noch nicht die Prio bin. Du hast in meinem letzten Video was gesehen? Achso, ja genau, da meintest du so dieses, ja, Nike irgendwie kann nicht mir wehtun oder so. Achso, ja, ich wusste, dass du mir was dazu sagst. Ja. Ich wusste. Und ich verstehe, was du meinst. Aber ich glaube trotzdem, also hätte ich es wirklich brutal scheiße gefunden, hätte ich es dir definitiv gesagt. Aber ich hätte es lieb verpackt. Ich wollte das auch so. Ich glaube, ich habe es falsch rübergebracht, weil ich dachte mir schon beim Schneiden so, lasse ich das drin, weil wenn Nike das sieht, denkt sie, oh Gott, Anso denkt, ich sage nicht meine Meinung. Nein, um Gottes Willen. Weil das sollte so gar nicht rüberkommen, weil ich meinte das auch wirklich so, du würdest es wirklich am nettesten verpacken und nicht wie Hannah und Selina, die einfach sich an den Kopf fassen und fast durchs Handy springen. So, weißt du, weil das ist einfach deine Art und das ist halt so angenehm. Also ja, okay. Bei den anderen feiere ich es auch, weil jeder hat halt so seine Art. Ich wusste genau halt, wie du reagierst, aber ich habe halt gemerkt, dir hat es wirklich gefallen, weil sonst hättest du es anders gesagt. Ja, absolut. Also ich habe ja auch vorhin nochmal gesagt, ich glaube, wenn das wirklich so ein Braun gewesen wäre, dann fände ich es wirklich richtig geil. Und ich konnte, also ich glaube, ich konnte mir anhand dessen, wie es war, auch wenn es nicht komplett braun war, vorstellen, wie es aussehen würde, wenn, weißt du? Ja. Und das würde ich auf jeden Fall feiern. Also ich stimme trotzdem zu, dass so blond voll dein Ding ist und so, aber einfach auch, wenn man dich halt so kennt. Aber ist auf jeden Fall eine Option, die ich an deiner Stelle im Hinterkopf behalten würde. Vielleicht wäre ich irgendwann mal braunhaarig. Ja, das wäre schon crazy. Aber keine Ahnung. Okay, was ist jetzt das schönste Kompliment? Wollen wir sagen, was das schönste Kompliment ist generell und was wir uns mal gegeben haben? Da muss ich mal richtig überlegen. Weil die... Warte mal, wir hatten ja einmal diesen crazy Abend. Ja, ich weiß noch ganz genau. Wo ich irgendwie so um 4 Uhr nachts in die Bahn genommen habe. Oh, ich habe mir jetzt den Pickel aufgekotzt, jetzt ist es so. Also wirklich, wenn ich richtig ranzig bin an manchen Tagen, dann versuche ich das mit Puder zu stopfen. Ich stopfe das auch nachher. Klingel! Ja. Boah, ich weiß, An dem Abend hatten wir auf jeden Fall safe Komplimente verteilt. Ja, aber hallo. Und da hast du mir eine Sache gesagt. Oh, war das das, wo wir erst dieses Mangostin gegessen haben? Ja, genau. Und dann auf der Couch lagen. Ja, genau. Naja, auf jeden Fall, da hast du mir irgendwie so eine Sache gesagt, oh, ich wünschte, ich könnte die jetzt noch wörtlich wiedergeben, aber das war so ein Ding, ich habe das, glaube ich, sogar danach meiner Tante erzählt oder so, weil ich das so süß fand, dass du das gesagt hast. Ja, das ist mir richtig in Erinnerung geblieben. Das war jetzt natürlich klar, dass das auf Anhieb nicht da ist, aber ich meine... In Erinnerung geblieben, du. Du hast mir irgendwas gesagt, so, ach doch, ich weiß es wieder. Und zwar, ich meine, du hast ja, also wir kennen es ja, wie gesagt, schon so lange, dass du ja auch noch so meine Mama mitbekommen hast und sowas. Und da hast du mir gesagt, dass ich irgendwie so wirke, wie als hätte ich so ein Extra so hinter mir quasi so, was so ein bisschen irgendwie quasi meine Aura beeinflusst, weißt du? Und du hast es so schön formuliert und ich fand das wirklich so besonders. Also das war wirklich richtig toll. Oh, wie schön, das freut mich voll. Ich meinte das auch genauso, weil wenn man Nike kennt, so, also wenn man dich wirklich, ich kenne dich jetzt nicht besser als andere, aber so was ich kenne und dann so mit diesem ganzen Ding mit deiner Mama und so, da 100%, ich stehe immer hinter dieser Aussage und das macht dich für mich auch besonders. Oh, nee, wirklich, das klingt cheesy jetzt, aber ich meine, das ist wirklich voll schön. Ja, aber das freut mich doch. Ja, das war wirklich richtig toll. Also meine Tante fand es auch richtig toll und die war so, ach, die Anso, die möchte ich kennenlernen. Wie süß. Ja, das war süß. Die feiert solche Aussagen auch richtig hart. Die ist ja auch voll so spiritual und so. Das ist voll süß. Ja, das freut mich doch. Jetzt fällt mir gar nicht ein, was ich bei dir... Boah, neben diesem Kompliment kommt jetzt auch alles von mir so richtig in Love. Nein. Du riechst gut. Nika hat gesagt, sie mag meine Augen. Ja. Nein, ich weiß gar nicht. Nike macht aber immer so voll oft Komplimente. Das ist das Ding. Du machst immer so, oh Bro, feier ich voll bei dir oder du weißt, was ich meine? Das finde ich eher cool, weil ich weiß nicht mehr, was du an dem Abend zu mir meinst, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich voll oft so bei dir, so, dass du mir immer so gesagt hast, ich hab dir gesagt, so dieses, du weißt, was ich meine. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. No pressure. Scheiße, ich krieg Falten unter den Augen. Woher kam das denn gerade, Alter? Das war crazy. Ich hab den Schweiß oder Nächstes Thema, Schweiß. Ich schwitze. Ich auch so hart.
Ich hoffe, man sieht das nicht auf meiner Stirn. Es ist so Video, heiß, gell? Leute, wirklich. Sieht man das so, wie es will? Irgendwie war das gestern dunkler. Zeig mal. Ist schon dunkel, Bro. Also dieser Liner. Ja, ja. Ja, echt? Ich finde das schön. Okay. Du kannst es nochmal einen Ticken dunkler machen, aber ich finde, das sieht auch schön aus, weil dann ist es natural. Mhm. Aber es hebt sich schon nicht so ab von der anderen Farbe. Ja, das ist das Problem. Ich glaube, ich habe den Untergrund heute zu dunkel gemacht. Ey, war ich brutal. Ich weiß nicht mehr, was du mir an dem Tag gesagt hast, um ehrlich zu sein. Aber du hast irgendwas zu meiner Art gesagt, irgendwas, es war nicht wegen lustig sein oder so, sondern du hast mir ein Kompliment gegeben von meiner Art irgendwas, weil wir über irgendwas gesprochen haben und ich weiß noch, da saßen wir genau hier. Ja, das stimmt. Und da hast du irgendwas gesagt. Also ich glaube, was ich dir auch bei dem Video gesagt habe, wo wir mit Tamino, Selina und Hannah uns fertig gemacht haben, dass ich einfach finde, du hast so eine easy Art, die einen easy fühlen lässt, weißt du? Also das heißt, du hast so voll dieses, man fühlt sich bei dir einfach automatisch wohl und man hat so voll das Gefühl, man kann einfach man selbst sein und man kann auch bescheuert sein und bla. Und du, so selbst wenn du einen mal so judgen würdest, also im Sinne von so, boah, Bro oder bla oder so, weißt du, ist das so voll nicht dieses, dass man sich so scheiße fühlt, sondern, ich weiß nicht, es ist einfach, es fließt so. Das weißt du? Und das ist richtig toll, weil ich liebe Menschen, die andere Menschen gut über sich selbst fühlen lassen, weißt du? Das ist immer toll. Ich finde das. Aber so bist du auch. Ja, auch. Weil bei dir ist man wirklich da, also Nike wäre auch so die Person, da würde ich direkt hinkommen mit so, auch so Insecurities und so. Das ist hier voll das Liebeseck. Ja, wirklich, dann kann das mal rummachen. Ich schreibe hin, wie Nike, neuer Freund in Klammern, weil ich uns kennengelernt habe. Ja, aber das freut mich auf jeden Fall, dankeschön. Aber ich weiß, was du meinst. Ja. Ich weiß, was du meinst mit diesem Kompliment. Ach komm, ich kann mich hier nicht rausreden. Ja. Aber das ist bei dir auch. Also, weil Nike wäre so die letzte. Vielleicht würde das sogar bei anderen Leuten, die dich neu kennenlernen, denken so, die sagt einfach nicht, was sie wirklich denkt. Weil du voll lieb, du bist einfach so lieb. Aber von Natur aus, du bist nicht dieses, man hat nicht dieses, hat die mal eine Meinung oder so, macht die das gerade nur, die will nur gut ankommen oder so. So dieses Liebsein, weil man nicht irgendwie anecken will. Aber bei dir, man merkt, es ist dieses natürliche Liebsein, du bist einfach von der Art so und gar nicht so gestellt. Ja, also ich mag einfach Menschen zuzuhören, so in dem Sinne. Und deswegen quasi... Hat es auch viel bei mir zu tun. Junge, ich bin aber auch voll die Tratschtante. Ja, ich liebe das. Ja, finde ich toll, wenn man sich einfach gegenseitig die ganze Zeit entertaint. Ja. Ja, aber auf jeden Fall deswegen quasi... würde ich nicht sofort irgendwie gegen irgendwas gehen, wenn eine Person was über sich erzählt. Und das kann dann vielleicht für manche so wirken, so dieses, hat die eine Meinung. Ja. Aber eigentlich ist es so dieses, ey, cool, erzähl mir deine Meinung. Und bei dir hat man dann halt so maximalen Komfort, weißt du, was ich meine? Oh, wie schön. Und das so, man traut sich, ich würde wirklich so, bei Sachen traue ich mir, egal, selbst wenn du nicht dafür bist, kannst du einen richtig gut so, du kannst einen richtig gut kritisieren, du wärst so, ja, Bro, aber sie ist so und so. Ah, okay. Weißt du, du bist nicht so dieses, also man merkt so, selbst wenn du gar nicht der Meinung bist oder man einen Fehler machen würde, was jetzt bei mir noch nicht vorkam, so von wegen, ich erzähl dir was und du bist so, das war echt nicht gut an so. Ja. Ich wüsste, du würdest es mir so schon beibringen. Ja, das stimmt. Deswegen kann man dir halt so Sachen auch erzählen. Ja, aber ich würde es trotzdem sagen, auf jeden Fall. Genau. Ja, das stimmt. Ja, der Ton macht die Musik, ne? Das stimmt, ja. Du hast das Kompliment gesagt. Ah, ne, ich habe das Kompliment gesagt, was ich dir gegeben habe. Ja, und ich habe halt das gesagt eben. Haben wir noch eins von Fremden. Also ich fand, die schönsten Komplimente, die ich je bekommen habe, waren alle nicht für mein Aussehen. Sondern so, ich fühle mich wohl bei dir oder so. Das ey. Ja, das stimmt. Oder ich bin stolz auf dich, aber das ist halt nicht so Kompliment. Oh, ja. Das ist ja eher Ja. Findest du es ein Kompliment, ich bin stolz auf dich? Schon, oder? Halt nicht. Das sagt ja eigentlich, dass du was gut gemacht hast, die andere Person. Genau, dass quasi du irgendwie so gehandelt hast oder so entschieden hast oder irgendwas gemacht hast oder so, was in der Person erweckt, dass sie dich toll findet. Weißt du? Also, ja, stimmt, das stimmt. Wobei ich sagen muss, ich finde, wenn von so Strangers irgendwie, keine Ahnung, wenn man irgendwo unterwegs ist oder so, so kommt dieses, oh, du siehst gut aus oder irgendwas an dir sieht gut aus oder so, finde ich es trotzdem jedes Mal aufs Neue wirklich ganz toll. Also ich hatte, ich habe das voll selten so und ich bin auch immer so, ich denke mir so, ich will viel mehr Mädels Komplimente geben auf der Straße, weil ich voll oft, ich gucke, Typen jucken mich wirklich die Bohne, ich gucke immer so. Und ich hatte jetzt in den letzten 2 Monaten oder so 2 Begegnungen mit Frauen, die mir wirklich meinen Tag gerettet haben, wo ich so war, und das hat einmal Tamino mitbekommen, einmal war ich alleine, das war einmal, da sind wir im Maizel Parkhaus, haben wir auf einen Aufzug gewartet und das waren beides so Tage, wo ich mich, also bei dem einen habe ich mich wohl gefühlt, bei dem anderen war eher so normal, so bis, okay, ich würde jetzt so nicht irgendwie, keine Ahnung, was machen. Ja. Dann haben wir auf den Aufzug gewartet und dann ist der halt aufgegangen, ich stand so an der Seite und wollte gerade so rein und dann guckt mich eine Frau an und springt so zurück und die war auch relativ jung, also paar 20, aber schon so eine Erwachsenwirkende, weißt du? Und die guckt mich so an, die so, oh, du bist ja so unnormal schön und Tamino war dabei und ich war so, oh mein Gott, war so schön, ey, wirklich, das war so schön und ich war so, ey, Tamino war auch so, wie süß war diese Frau. Das ist richtig cool. Und das war auch so eine, die sah toll aus, die war so, das war so, von der hättest du nicht gedacht, dass sie das macht. Ja, okay, safe, ja. Und dann war ich auch den ganzen Tag so, ey, heute kann mir keiner mehr was.
Nee, Spaß. Geht's dir gut? und das andere Mal war vor, als ich diesen Haul gedreht habe, vor 2 Wochen oder so. Ein Kleiderhaul? Genau, weil ich schon zum Einschlafen geguckt. Oh nein. Ja, okay. Aber waren schöne Kleider. Ja, voll, wirklich. Bin dann halt zum Mediamarkt gefahren und ich sah vom Outfit her, ne, das war ein T-Shirt, Leinhose. Ich hatte Nala, ich war zwar schon geschminkt und so, wegen des Videos, aber trotzdem, ich bin halt so hin und meine Aura war safe negativ, weil ich genervt war. Das war safe so, man hat gesehen so, ne, so hektisch in diesen Laden rein, Mediamarkt, ich denke mir so, wow, 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 ich brauche ganz kurz eine Kamera. Und dann habe ich so mit diesem Typen da gesprochen, das war so ein älterer Herr, der hat mir die Kamera gegeben. Und als ich rein bin, war da schon eine Verkäuferin, die war so auch in unserem Alter, würde ich jetzt sagen, vielleicht war die auch ein bisschen älter. Und die hat mich halt so angelächelt, aber so... Ah. Und dann war ich schon so... Warte, so fake oder... Ich wusste es nicht. Weiß ja nie, lächeln die fake, aber es war so eher nicht fake. Und dann war ich schon so, okay, ich lächle die einfach zurück an. War eine Verkäuferin, ich dachte so, vielleicht kenne ich die aus der Schule oder so. Oder ich habe keine Ahnung. Weil die hat so, das war so nicht dieses, man lächelt Kunden neu an, die in den Laden kommen, sondern so, das war zu viel dafür. Okay, okay. Und dann war ich so, okay, dann hat die einen abkassiert und dann stand ich so an der Kasse, wurde dann auch abkassiert und da hat sie mich wieder angelächelt, wieder genauso extrem. Und ich war so, erkenne ich die nicht? War die mit mir in einer, ich dachte so, war die mit mir in einer Klasse? Was ist hier jetzt los? Und dann, Klasse verfolgt dich auch wirklich ohne Maike. Ich dachte so, hä? Und dann bin ich rausgelaufen, wollte gerade so gehen und dann sie so, Entschuldigung, Entschuldigung, war ich so, ah, die wollte was von mir. Bestimmt irgendwie, ich dachte schon, denken die jetzt, ich habe irgendwas nicht bezahlt, oder keine Ahnung. Und die so, die hat aufgehört, den Mann zu kassieren, abzukassieren, den sie gerade bedient hat. Ja. Und er hat auch umgedreht, weil der war sowas jetzt los. Und dann meinte sie so, ich wollte ihnen nur sagen, was sie für eine wunderschöne Frau sind. Oh, was ist denn das? Oh, ey, das krass. War so, ich war auch schon Alter. So, ich war so, oh mein Gott, ich war wirklich schon was geholfen. Vor allem, oh das, mein Gott. Das geht halt so far beyond dieses, du siehst schön aus oder so, sondern, Alter, was du für eine wunderschöne Frau bist, ist ja crazy. Das ist crazy. Das war anscheinend wirklich einfach so. Krass. Richtig. Boah, das ist ja Moment. So korrekt. Ich bin da rausgesteppt, mein Tag war... Ja, glaube ich dir. War direkt gut gelaunt. Crazy. Oh, wie schön, Mann. Ja, vor allem von Frauen ist es tausendmal schöner. Wirklich. Ich finde es richtig toll, wenn man so gönnen kann und so. Und vor allem, wie die mich wirklich abgewartet hat, um mir das zu sagen. Ja, die krass. Hat immer so meinen Blick so, ey, wie süß war das. Oh, die hat die ganze Zeit den Mut gesammelt, so. Das war so, also falls du das siehst, you made my day. Krass, dass ich davon heute noch erzähle, das wird mir immer im Kopf bleiben, auch von der anderen. Safe, oh, wie toll, oh, richtig toll. Ja, und ich finde, genau, wenn man sowas immer hört, das sollte so die Motivation sein, grundsätzlich, gar nicht nur Fremden, sondern einfach grundsätzlich mehr Komplimente zu geben, weil einen selbst kostet das wirklich überhaupt gar nichts. Und das etwas macht zu so kommentieren, viel auch. Was irgendwie positiv ist, ne? So, absolut. Das Einzige, was bleibt, dass du im Kopf von der anderen Person bist. Ja, falls genau. du das nicht möchtest, dann mach keine Komplimente. Aber ich habe dir auch noch genau vor Augen. Alter, mein Nasencontouring ist heute so krass gut. Boah, das ist wirklich sehr sexy. Oh, krass. Das ist krass. Ja, es ist wirklich so einfach es so. Es ist so snatched. Ja. Pop. Warte, okay. Baba. Ja, der Tag kann noch besser werden. Ja. Nee, das ist doch negativ, oder? Der Tag kann... Keine Ahnung. Der Tag kann einfach nur gut werden. So. Ja. Ja, so. Ja, ist fast zu Ende, aber egal. Ja, krass, Mann. Oh, das war auch teuer. Ich hab dich selber. Weißt du, was ich fast ein bisschen schade finde? Oh, oh, wie toll. Oder? Oh, das ist so süß. Einfach so ein kleines Blick. Ja, das, jetzt ist es wahrscheinlich noch so ein bisschen weird, aber das wird noch. Nee, ich find's toll. Geil. Ich find's ganz toll. Thank you, Bro. Okay. Das war ein Kompliment. Das waren eigentlich die Komplimente. War das überhaupt die Frage noch? Ja, weil das waren Komplimente. Krass, ja doch. Jetzt kommen meine Augenbrauen. Ah, was ich vorhin noch sagen wollte. Ey, mittlerweile wirklich, ich bin von Augenbrauen 120% einfach auf wirklich so 5% gegangen. Ich habe diesen Stift hier entdeckt und ich finde den so geil, weil der so dünn ist und damit kann man so wild so... Von wo? Teilen da? Ja, richtig wild. Aber hast du jetzt im Kopf ein Kompliment so mäßig, was, ach so, was mir jemand Fremde oder eine fremde Person gegeben hat? Boah, gute Frage. Oh, du bist ja voll weit schon, gell? Mhm. Du machst nie mit Lidschatten, ne? Mhm. Doch, echt? Immer am Ende, ja, so ein bisschen braun. Ah. Weil ich finde, auch meine Augen viel kleiner. Oh, okay. Schon ja, gut. Kann bei mir auch gut sein. Ja gut, irgendwie... Sorry. Alles gut. Dann ist auch die Frage, was ist fremd, weißt du, also so wirklich so fremd? I don't know. Ja, also falls ihr mal Bock habt, mir als fremde Person ein Kompliment. Ich komm, ich verkleide mich und dann komme ich dir entgegen und dann möchte ich dir ein Kompliment. Wo seht ihr euch in 10 Jahren? Oh Gott. Also wenn ich dann, also wenn ich jetzt schon in die Zukunft sehen würde und ich würde sehen, ich bin da Single, habe keine Kinder und keinen Mann, dann... Sag's bitte nicht. Was dann? Egal. Oh Gott. Nein. Nee, sorry. Das ist so laut. Ja, okay. Nein, 13. Grund, sage ich. Oh Gott, ja. Ja, aber irgendwie ist es bei dir naheliegend, dass es so kommt. Also, dass es so sein wird, dass es das gibt. Weißt du, wie ich meine? Ach so, ja. Ich dachte, ach du Scheiße. Was jetzt? Ach so. Ja, da sehe ich dich auf jeden Fall. In 10 Jahren. Boah, also, in 10 Jahren, also komm schon. Kind vielleicht noch nicht, aber doch eigentlich schon. Ich wollte gerade sagen. Also, ich würde gerne, aber das ist so wenigstens ein Mann.
Wo siehst du dich in 10 Jahren? Shake my ass und ja! Spaß. Nee. Bro ist mit 40 auf einer Yacht. Mit 40? Das hat Spaß. Ja. Stell mir gerade vor, du so mit 50 so auf einer Yacht. Das ist ja crazy. Nee, da hat die Kurve hoffentlich kommt das Psychology Money, damit es dann auch geht. Nee, kein Plan. Also auf jeden Fall möchte ich meinen Master bis dahin fertig haben, aber das wird hoffentlich in 2 Jahren schon der Fall sein. Ja, also. Kannst du auch erzählen, was du morgen planst. Ja, und dann im besten Fall settled irgendwie auch im Berufsleben in der Richtung, die mir Spaß macht. Hoffentlich habe ich bis dahin rausgefunden, was ich damit überhaupt möchte. Ja, und irgendwie einfach auch mit Family und so. Hoffentlich ist der Rest meiner Familie gesund. Hoffentlich hat mein Bruder bis dahin sogar Business gemacht, dass ich nicht mehr so heftig eigenes Geld verdienen muss. Nee, Spaß. Ja, irgendwie 10 Jahre. Wie alt bin ich denn da? 31. Crazy. Ich finde es auch voll krass, dass Nika einfach jünger ist als ich. Ich finde, ich komme gar nicht rüber. Ja? Würdet ihr sagen, Nika ist jünger als ich? Sag mal ehrlich, kommt das so rüber, dass ich die Jüngere bin oder du? Finde ich. Nö, ich würde sagen, wieder noch, ehrlich gesagt. Also ich würd sagen, es ist so ziemlich, ist ziemlich gleich eigentlich. Wobei, nee, eigentlich nicht, weil du verdienst so voll dein eigenes Geld und sowas. Und aber das hat ein... Panik, ne? Kein Indiz, finde ich. Ich weiß es nicht. Ich finde schon, wenn man so voll auf eigenen Beinen steht... Also wie wir auf ein, wie wir von so, der Art her, weil ja. Du, die, wenn du uns auf der Straße siehst, weißt du ja nicht, ob ich einen Job habe oder du. Stimmt auch. Oder keiner. Ja, stimmt auch wieder. Ich finde von der Art her... Ja. Und von der Art her, weiß ich nicht. Ich finde, du wirkst reifer. Aber kann auch nur sein, weil ich dich so sehe. Ja. Ja, das kann auch sein. Wobei ich es auch schon ein bisschen öfter gehört habe, muss ich sagen. Ich bin immer nur so ein bisschen überfordert damit, wie man auf sowas reagiert. Also zum Beispiel auch letztens auf der Arbeit habe ich ja auch so von jemandem gesagt bekommen, so, ja, irgendwie, ah, krass, ich hätte dich jetzt älter geschätzt und so. Und ich werde dann immer richtig nervös und so, ja, es kann daran liegen, dass, und so. Anstatt, ja, du also, willst dich immer... Man, danke, sagt man, also, weißt du? Du bist aber schnell so, dass du dich rechtfertigst für Dinge. Ja, du sagst voll oft, du kannst das nicht annehmen. Ich auch, ich habe das auch voll oft, dass ich dann so bin, ja, und deswegen, aber, weil auch bei Komplimenten, mir fällt es manchmal voll schwer, einfach Danke zu sagen. Ja, vorhin, als du mir ich war so, danke, freut mich, weil da war ich so, und was sage ich jetzt? Ja, ja. Aber ein Danke reicht, weil es ist, ja, ich voll. Bedanke mich, ich bin dankbar dafür. Ja. Und wenn jemand sagt, du siehst reif, was willst du, die fängt an zu erklären, warum sie reif wirkt. Es könnte daran liegen, dass ich als ich, I don't know. Es ist, ja, aber ist das eine Sache, wo man Danke sagt? Eigentlich schon, oder? Reif zu sein ist doch eigentlich gut, oder? Ja, wir haben ungefähr 2 Fragen beantwortet und trotzdem ein geiles Gespräch. Stimmt, ja, voll nice. Ich mag es voll gerne. Wie fühlt es sich gerade an für dich, ein Video zu drehen? Normal, würde ich jetzt mal behaupten. I mean, ich muss dazu sagen, als ich damals meine Sing-Videos und so gemacht habe. Ah, stimmt, du kennst ne, so, also es ist nicht komplett komisch. Und es gab durchaus mal eine Phase, wo ich mir gedacht habe, ach komm, so sag ich auch mal. Komm. Ehrlich? Ja. Aber das wäre sehr random gewesen. Und ich, das Ding ist, was ich halt nicht habe... Bei mir war es auch random bei jedem. Nee, weil bei dir hat es über Snapchat immer schon so ange... Aber die Leute sind gar nicht mehr da. Das waren nur Leute aus meinem Ort. Ich war gerade Gesundheit. Ja, aber irgendwie so dieses, dass du einfach redest und dass du einfach entertaining bist und irgendwie... Oh. Weißt du, das war schon... Das ist einfach so, das liegt in deinen Genen irgendwie. So, als welche, dafür brauchst du auch nur 5 Zuschauer. Harter Comedian. Ist einfach, du bist das Gleiche, weißt du, so ja, online. Okay. Ja, und ich glaube, das wäre bei mir so ein bisschen anders. Und was ich auf jeden Fall nicht habe, was man dafür haben muss, ist diese Consistency. Also ich glaube, ich könnte halt niemals so auf Druck so Content produzieren, einfach weil ich weiß, ich muss es, weißt du? Ja, okay. Also, ja. Nee, aber auf jeden Fall deswegen. Ja, fühlt sich cool an. Es ist, comes off natural. Ich hoffe, das ist auch wirklich nee, so. Nee, ich finde, du machst das sehr, sehr gut. Ich dachte erst kurz, es wird bei dir so, dass du bist an so, oh mein Gott, aber null. Aber das war bei bisher bei keinem so. Ja. Alle haben es am Ende gut gemacht, wo ich dachte, also bei Tamino wusste ich zum Beispiel, das wird gut. Selina war am Anfang auch schüchtern, aber das ging nach 2, 3 Videos weg. Wir haben ja auch schon vor 2, 3 Jahren angefangen. Ja. Und Hannah war auch so erst, die war sogar mit am, die war am schüchternsten von allen. Ja. Josie gar nicht, du auch nicht. Ich finde bei dir voll, es überrascht mich so voll. Oh, lol. Ja. Hätte ich gedacht. Cool, okay. Ja, sehr nice. Mhm. Ja, also ich freue mich auch, weil... Ich freue mich, euch alle kennenzulernen. Stimmt. Es ist irgendwie schon ein bisschen lustig. Ich weiß ja gar nicht, mit wem man da redet. Vor allem, ich habe letztens so eine Slideshow gesehen, auch wenn meine Klicks nicht mehr so sind wie früher, was aber auch an den Themen liegt, was ich auch verstehen kann. Wieso, inwiefern? Ja, wegen damals habe ich ja wirklich Videos gedreht für die... Die bereue ich wirklich. Ach so. Also so ein Ding. So würde ich nie wieder machen. Okay. Ah, ich weiß, was du meinst. Ja, aber ich finde so... Wenn man sich überlegt, wie viele dann doch hinterm Bildschirm sitzen. Die sitzen da zwar alle nicht zusammen hinterm Bildschirm, aber die sitzen da und gucken das und so viele Leute wissen so, also ja, keine Ahnung. Krass. Gut, nächste Frage. Gehört Nike so zu deinen besten Freunden? Das Ding ist... Nein. Spaß. Nein, ich würde sagen, ich würde sie genauso... Wenn ich sage, wer meine Freunde sind, bist du dabei. Und das sind 4 Leute.
So, sonst cool. Hätte ich dich auch nicht angerufen, dass ich meine Haare gefärbt habe, weißt du? Das ist so, auch wenn Nico und ich uns so am wenigsten sehen von allen. Was gar, weißt du, ich dachte mir immer, ja, es macht keinen Sinn. Weil am Anfang dachte ich, früher war das die Entfernung, weil wirklich Frankfurt und meine Eltern. Ja, aber jetzt? Aber jetzt macht es keinen Sinn, weil jetzt sind wir so nah aneinander. Ja, ist so. Ja. Wir könnten uns fehlen, aber es ist halt... Da muss ich aber auch ehrlich sagen, ich glaube, da trage ich einen riesigen Teil zu bei, weil ich wirklich sagen muss, also ich irgendwie, mein Leben ist so ein bisschen chaotisch aktuell, weil es haben... Das sagt ihr seit 5 Jahren. Ja, das stimmt. Ja, und genau das ist das Problem. Ja. Weißt du, weil ich weiß nicht, was es ist, dass es immer das macht, weißt du? Ja. Weil so, damals habe ich quasi noch in einem anderen Ort, also in einem anderen Land, wollte ich gerade schon sagen, Heidelberg, studiert. Und jetzt bin ich aber wieder in Town und aber jetzt arbeite ich plötzlich voll und es nimmt mich richtig hart auseinander und bla, also irgendwie kommt immer was. Aber ich glaube, was eher so die Sache ist, ich bin immer dankbar, wenn Freunde von mir die Rolle übernehmen. Was denn? Oh, ich habe gerade meine Wimpern gesucht, sorry. Oh Gott, das wäre jetzt natürlich der Knaller gewesen. Ich bin immer dankbar, wenn Freunde von mir okay damit sind, die Rolle einzunehmen. Der Wartende. Das stimmt leider. Ja. Es klingt so negativ, aber wenn man dich kennt, dann ist das nicht schlimm. Oh, das ist so richtig beruhigend, ja, weil das sehen manche auch anders. Nein. Nein, aber ich finde, bei dir ist es so, du bist irgendwie voll so rastlos. Du bist so voll der hektische Mensch. Du bist da so, das muss ich noch runterkriegen und das, irgendwie hast du so ein Schedule von... Ja, das stimmt. Keine Ahnung, ich glaube wirklich, ich wollte gerade sagen, Usain Bolt. Aber ich meinte Zuckerberg oder so, die haben wahrscheinlich mehr Zeit als du. Zuckerberg. Ich habe meine Wimpern da kaputt gemacht. Echt jetzt? Was ist das denn? Aber die sieht auch wirklich schon ein bisschen aus, als hätte sie ihre besten Zeiten hinter sich. Die ist frisch. Oh. Mäßig, aber egal. Die geht trotzdem. Aber vielleicht ist das auch die von Catrice. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich mit der zurechtkomme. Nee, nicht. Ich muss fest drücken. Achso, die? Nee, die ist von MAC. Achso. Die ist auch richtig gut. Ja, und das ist echt voll das große Problem. Also ich glaube, das ist sowas, womit ich mich auch auf jeden Fall noch mal mehr auseinandersetzen sollte, was das Problem dessen ist. Weil einfach, ich merke richtig oft... Nee, ich will auch nicht so viel mit mir Zeit verbringen. Ja, du hast es. Ich schreibe mir nie. Ja, stimmt. Eigentlich mag ich dich gar nicht. Ja. Nein, aber genau das ist das Problem, weil irgendwie... Es ist ganz oft so, also wirklich eigentlich quasi jeden Tag, dass ich mir denke, boah, heute Abend, da lege ich mich mal um 20 Uhr ins Bett und nimm mir einfach diese 2 Stunden vorm Schlafen gehen mal so richtig für mich, damit ich morgen auf der Arbeit ausgeschlafen bin. Ja, wirklich, Größe. Das ist wirklich, ey, es ist krass. Glaubst du, es funktioniert auch nur einen einzigen Abend und ich kann dir nicht sagen, was. Aber was machst du denn immer? Bro, ich habe keine Ahnung. Aber du weißt doch, was du machst. Ja, aber es ist immer so. Die hat halt auch noch einen Freund, das darf man nicht vergessen. Ja, und einen Hund. Nee, und dann mache ich mir noch was zu essen und dann fällt mir ein, ich muss noch mal kurz mit meinem Hund eine Runde gehen. Und dann chillt plötzlich mein Papa oder mein Bruder in der Küche und dann spreche ich mit denen über irgendwas. Aber weißt du, ich habe eine diepe These. Oh, ich muss ganz ehrlich zugeben. Ich habe ein Problem mit mir selbst Zeit zu verbringen. Das mache ich nicht so gerne. Ja, und ich muss. Ja. Ja, nee, irgendwie. Nein, aber gar nicht unbedingt. Ja, doch. Das ist crazy. Aber ich gucke, dass ich dann immer busy bin, weißt du? Ja, wenn ich mit mir alleine bin, dass ich dann busy bin. Ist das, weil du dann schlechte Gedanken kriegst? Denkst du dann traurige Dinge oder bist du einfach nicht, also warum hast du Angst davor? Ich habe so ein Problem mit Produktivität. Ich kann nicht chillen. Also so dieses, ich könnte mich niemals tagsüber ins Bett legen und irgendwas gucken. Ich habe das aber, ich mach das, weil ich habe dafür die Zeit teilweise, aber ich habe dann immer trotzdem, ich kann dann nie komplett abschalten, weil ich mir denke, junge Menschen arbeiten gerade, Menschen sind gerade produktiv und du liegst hier um diese skandalöse Uhrzeit in deinem Bett, es ist nicht angebracht. Ja, wobei das finde ich ja, also das, da denke ich mir wiederum so, du hast ja deine Arbeit und die ist dann halt einfach zu anderen Uhrzeiten. Ja, aber bei dir doch auch. Und wenn du abends im Bett liegen kannst, dann sei doch einfach dankbar dafür, dass du es gerade kannst. Ja, das stimmt. Aber dann irgendwie, ich finde immer was ich zu tun habe, weißt du? Ja, man hat immer, du kannst immer dann nochmal das Bad aufräumen und sauber machen. Weißt du? Wäre schön, wenn es das wäre, ja. Ja, das stimmt. Ja, I don't know. Ich kann es dir echt nicht sagen. Kein Plan. Aber irgendwie finde ich mich dann immer wieder am selben Punkt und denke mir, ja toll, jetzt haben wir schon wieder 22 Uhr. Krass. Wo ist die Zeit hin irgendwie? Aber du machst auch so am Wochenende nicht viel mit Freunden, ne? Du bist eher so mittlerweile... Ja. Ne? Also es wird in letzter Zeit wieder ein bisschen mehr. Gut. Ich würde sagen, es gibt immer so Phasen irgendwie. Also ich meine, ich muss sagen, in Heidelberg, als ich halt da studiert habe, da habe ich schon echt viel so mit meinen Unileuten und so gemacht. Ja, das ist auch was anderes. Eben, genau, weil die wohnen einfach direkt neben einem. Dann hat man mit denen auch Uni gemacht und so bla. Das ist ja ein ganz anderes Leben. Ja, und hier bin ich halt gerade einfach wieder voll dabei, mich einzupendeln. So, ich wohne jetzt wieder hier, muss erstmal checken, okay, wen gibt's überhaupt, so erst am Start. Neben dir sehe ich voll orange aus wieder. Ja, und ich sehe einfach aus wie Wandfarbe. Ich bin aber orange. Du bist einfach... Digga, mein Ellbogen sieht auch wirklich aus, als wäre ich dann einfach durch den Schott.
Oh mein Gott. Manchmal krieg ich's hin, manchmal nicht. Oh, ich weiß echt nicht, wie ich gleich in diesem Blazer überleben soll, ey. Es ist einfach so warm. Auf jeden Fall. Ich bin richtig gewollt, so mehr zu machen. Und ich bin immer froh, wenn Leute die Rolle übernehmen, ah, das wollte ich sagen, genau, mich rauszulocken, weißt du? Mhm. So, weil wenn ich gefragt werde, ey, dann und dann wollen wir da was machen und so, dann versuche ich auch... So wie heute? Ja, ja, voll, voll. Ich habe jetzt heute auch so Pläne verschoben und so, weil ich jetzt da so voll Bock drauf hatte. Und das ist mir für mich immer so richtig... Da bin ich richtig dankbar, weißt du, wenn ich nicht diejenige sein muss, die sich, die aktiv werden muss, gut zu wissen. Kümmern. Ja, voll. Es ist jetzt nicht so, dass ich so komplett der passive Teil sein möchte, der sich irgendwie nie meldet oder so, nee, du Gottes Willen. Ja auch. Genau, aber halt so dieses, wenn man mir sagt, ey, genau dann und dann, hast du Bock darauf und so, dann best believe, so, ich werde da sein. Was macht für euch einen ehrlich guten Menschen aus, für die guten Fragen? Okay, willst du zuerst, soll ich zuerst? Mach du zuerst. Ich also, bin Psychologin, die kann das. Ein Big on emotionale Intelligenz. Ja. Es zu haben ist natürlich eine Sache, aber danach zu handeln ist natürlich noch die andere. Wobei ich glaube, wenn man emotional intelligent ist, dann handelt man automatisch danach. Ja. Ja, also Empathie und sowas, wirklich riesig. Ich bin fest davon überzeugt, wenn jeder Mensch auf dieser Welt emotional intelligent wäre, dann hätten wir absolut Weltfrieden. Das ist mal ein Statement. Ja. Ja, emotionale Intelligenz auf jeden Fall. Und ich finde Menschen, das heißt jetzt nicht, dass man ein schlechter Mensch ist, aber ich finde Menschen, die keine Kinder und keine Tiere mögen, ist Hass. Ja, das stimmt, das stimmt. Ältere Menschen auch. Also wenn du ältere Menschen, Kinder und Tiere, wenn du alleine eins von, wenn du eine Sache davon nicht magst, okay, oder halt damit nicht klarkommst oder nicht weißt, wie du die handeln sollst, ja. Okay. Aber wenn du die wirklich nicht magst, alle drei Kategorien, dann bist du für mich echt, ja, das stimmt, Psycho. Das stimmt. Weil irgendwie... Boah, das sieht so geil aus. Ehrlich? Wie krass machst du die? Wirklich? Ja, Junge. Oh. Das sind ja so... Oh, danke. Ja, meine Mitbewohnerin, die Carla, die hat mir den Tipp gegeben. Und zwar macht sie wirklich so fünfmal hintereinander auf beiden Seiten so immer abwechselnd. Und bei ihr stehen die wie eine Eins. Und ich mache das seitdem auch krank. Ich wollte mich gerade darüber beschweren, dass die... Nein, die sind krass. Also mehr geht nicht. Also Nico, sollen die nach innen gehen oder also... Ich muss aber gleich nochmal diesen Liner da so ein bisschen nachziehen. Irgendwie ist der ein bisschen verblasst. Du brauchst auch noch Lippen, ne? Ja. Ja, und was wollte ich noch sagen? Ach so, genau, was ich sagen wollte. Ja, weil ich finde, Tiere und kleine Kinder... sind doch so... Unschuldiger. Genau, das ist so, ja. Das sind so die Symbole der Unschuld. Das klingt so komisch. Und alte Menschen irgendwo auch. Ja. Aber alte Menschen sind nicht dieses Unschuldige wie, nee, Kinder. Und weil die haben, die können Sünden begangen haben sozusagen. Aber... Ja, voll. Ich finde, die sind halt dann wieder zu... Also die kann man schon zur Rechenschaft ziehen, wenn die Dinge verbrochen haben, ja, theoretisch. Aber die sind trotzdem wieder in der... Die sind schwächer wieder. Weil die, ja, Schwache, voll, diese, genau, Schwache kommt noch dazu. Genau. Bei alten Menschen und bei Kindern und Tieren ist es einfach harte Unschuld. Ja, absolut. Also, ja, und bei alten Menschen nicht nur diese Schwache, sondern auch diese Weisheit im besten Fall. Ne? Ja. Also ich würde mal behaupten, im allerbesten Fall tritt am Ende deines Lebens einfach so eine grundsätzliche Einsicht darüber ein, was du in deinem Leben richtig gemacht hast, was safe, du vielleicht hättest safe, anders machen können, safe, und so. Und ja, da freue ich mich voll. Also nee, irgendwie auch nicht. Oh Gott. Weil ich will, man, alle wollen alt werden. Keiner will es. Jeder will alt sein, aber keiner will alt werden. Was? Achso, jeder will alt werden, aber keiner will alt sein. Ja, stimmt. Keiner will alt werden? Ach du Scheiße. Nein, alt. Ja, aber jeder will alt werden, aber keiner will alt sein. Ja, genau, genau. Ich habe gerade verstanden, dass du gesagt hast, jeder will alt werden, aber keiner will alt werden. Im Sinne von, keiner will sterben. Ich habe mich aber auch ungefähr 84 Mal versprochen. Ich bin ein bisschen erschrocken, wie lieb das jetzt gerade war. Hoppala. Ja, nee, aber das stimmt, das sagt mein Papa auch, wie immer. Ja. Es ist so. Ja. Jeder hat Angst davor. Ich habe auch, also hast du Angst davor, alt zu werden? Also ich hab eher Angst vor, so Fähigkeiten zu verlieren, meinen Körper so zu verlieren. So, ja, dieses Fähigkeiten so im Sinne von Sachen ausführen können, nicht mehr hören, sehen, ja, Demenz. Das stimmt. Oh. Ja, da habe ich auch richtig Angst vor. Würdest du gerne wissen wollen, wie du stirbst? Nee. Auf gar keinen Fall, weil ich bin sowieso schon ein Mensch, ich bin unglaublich ängstlich. Also Angst ist ein riesiges, ja, okay, Ding in meinem dir, Leben. Ja. Ja, also ich glaube, wenn jemand mir sagen würde, wie ich sterbe, würde ich nie wieder einen Fuß vor die Tür setzen, vermutlich, wenn es irgendwas ist. Wenn jemand sagt, Flugzeugabsturz. Oh Gott. Ey, das wäre ganz schrecklich. Ich würde nie wieder. Ja, aber dann, wenn du nie mehr da fliegen würdest, dann passiert es auch nicht. Ja, aber das ist ja halt auch anders. Ja. Keine Ahnung, wie die Regeln dann da sind. Ja. Würdest du lieber wissen, wann oder wie du stirbst? Wenn du eins müsstest. Wann. Weil dann würde ich schauen, dass ich bis dann... Weißt du, was aber irgendwie verrückt ist? Und das hat man ja schon oft gehört, dieses... die Antwort ist darauf ja so oft, dieses Jahr, ich möchte wissen, wann ich sterbe, weil dann kann ich die Zeit bis dahin so, ne, voll gestalten. Und das dann heißt es ja darauf, genau, warum würde man das dann tun? Ja. Aber andererseits, irgendwo ist man halt auch noch so ein funktionierendes Glied in so einer Gesellschaft und es ist ein System und man macht seine Rolle. Wenn ich jetzt wüsste, ich würde nächste Woche sterben, mhm, Alter,
ich würde so einen, ich würde so viele Leute, ich hätte dann kein Ego mehr. Ich würde dann so Sachen machen, dieses, ich würde allen alles, ich würde jeden Menschen nochmal sehen wollen, der mir wirklich wichtig ist. Mhm. Ich würde meine Gefühle, ich würde jedem einfach so sagen, wie sehr ich die lieb habe und so und Liebe auch. Und ich würde, glaube ich, jeden nochmal nehmen in Urlaub. Ich würde irgendwie Geld klauen, ich würde sagen, meine Eltern müssten mir Geld geben. Irgendwie würde ich das wirklich alle nochmal zusammen in Urlaub, keine Ahnung, nur in die Sonne. Ich würde wahrscheinlich wieder bei meinen Eltern einziehen, um einfach immer mit denen zu sein. Und aber auch meine Freunde. Ja. Also ich würde alle bei mir, ich würde euch zwingen, mit mir zu sein. Ja, komplett. Ja. Was würdest du machen? Ja, also ich glaube auch, ich würde einfach alle meine Liebsten einpacken. Ja gut, woher kriegt man das Geld? Auch das wird man schon irgendwie organisieren. Ja. Und dann irgendwo richtig crazy in Urlaub fliegen und da auch einfach die beste Zeit haben. Ja, definitiv. Und. Ich? Ey, ich würde so viel essen, ne? Wow. Ja, ich würde nicht mehr faken, ich würde meine Haare nicht mehr machen, ich würde mich schminken, ich wäre so, ist mir so egal. Ja, komplett. Boah, ich würde mir wirklich alles mit Pistaziencreme reinfetten. Ich würde nur, Junge, jeden Tag Burger, Trüffelpasta, ich würde so ein süßes, alle Gelüste, ich würde die stillen. Ja, und und dann so als Prank, du lebst weiter. Oh mein Gott, das du hast einfach Maske fallen lassen. Idee. Das ist krass. Nicht klauen. Catch us, wir haben Patent. Wirklich. Boah, oh, wie kriege ich das denn jetzt? Ich würde auf jeden Fall voll viele Videos von mir selbst aufnehmen für alle Personen, die quasi hinterbleiben. Ja. Weil, Junge, Videos sind so wertvoll, dass wir sowas jetzt machen können, dass du einfach so halbwegs lebendige Erinnerungen hast an Personen, die dann eventuell nicht mehr da sind. Supi-dupi. Ich weiß jetzt gar nicht, worüber wir alles geredet haben. Keine Ahnung, aber es ist lang genug, das Video. Es geht über eine Stunde, das ist krass. Crazy. Oha. So, Leute. Das war's jetzt mit dem Video. Wir sind fertig. Schaut mal, wie schön Nika aussieht. Mit der kleinen Löwe. Every blondie needs a brownie. Ja, wir sind wirklich so unterschiedliche Typen, fällt mir gerade auf. Das ist crazy, das stimmt. Das ist gerade so süß und lecker. Auf jeden Fall war's das mit dem Video. Wir hoffen sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr für noch mehr Videos mit Nika seid, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben oder wenn ihr mich einfach supporten wollt. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und bis dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und einen schönen Abend. Bis dann. Yay, bye. Ciao.